So, wir sind jetzt auf der Banalp. Die Dungen sind jetzt hier mit den Gondeln hochgekommen. Dort sehen wir den Banalp Seerbett. Unser Ziel heute, die Wistel ist dabei, Sivetti ist dabei. Unser Ziel geht einmal in erster Linie dort hoch. Dann gehen wir hinten durch. Und das Tagesziel heute ist der Weissigstock. 2878 Meter, glaube ich. Und wunderschöne Berglandschaft. Schön zum Geniessen. Das Wetter scheint auch perfekt zu sein. Richtig schön. Beim Aufstieg kommen wir immer wieder an einem Bächle vorbei. Wir haben hier unten jetzt den Banalp See. Wir haben schon einiges an Höhe gewonnen. Auf was muss man gut aufpassen? Ich sehe es hier. Wir haben hier Mutterkuhhaltung. Der Weg geht eigentlich direkt hier rauf. Aber man kann hier Hümpfe nicht erlaubt, heisst es. Man kann aber ein bisschen nebendurch. Man sieht, sie sind sehr neugierig. Man muss halt auch ab und ein bisschen klettern oder unten durch. Und hier hinten unten sieht man, kommen wir dann wieder auf einen normalen Weg, wo die Kühe nicht sind. Und es geht auch. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Gell, Kueli? Und noch einmal der Hinweis. Achtet euch drauf da, auf das Schild. Es steht nicht unter sonst. Steht das da. Wir haben Möglichkeiten zum Ausweichen. Wir sollten die nutzen. Weil jetzt sind wir wieder auf dem normalen Weg. Und da können sie wieder laufen. Erste Etappe haben wir geschafft. Sieben. Banalp Schoneck, 252 Meter. Sieht man runter. Die ersten 500 Meter haben wir etwa geschafft. Bist du am Wählen, Sivetti? Auf was man sicher auch schauen muss, ist, dass man keine jagenden Hunde hat. Weil es sind überall Murmeln rum, man hört sie ständig. Vorher habe ich eins gesehen, leider die Kamera zu spät. Und ja, wenn man Hunde hat, die den Murmeln nachwollen, lieber die Leine nehmen. Aber die interessiert das überhaupt nicht. Erzitti. Durch den Schnee muss man zwischen ihnen halt ab und mal den Weg suchen wieder. Aber er ist gut beschildert eigentlich. Immer gut angemalt. Ihr seht es. Berg, Wanderweg, rot, weiss, rot. Oder umgekehrt, weiss, rot, weiss. Und immer wieder Schnee. Schnee. Sieben. Eckelberger Eck. Bis rot Gerätli heisst es eine Stunde. Weissigstock, ui, 2 Stunden 25. Haben wir etwas vorne. Und hier rauf gehen wir jetzt. Sieht man jetzt schön den Weg rauf über die Schneefelder. Da sieht man Leute rauf und runter gehen. Aufs rot Gerätli, hinten durch. Kurz vor der zweiten Krete geht es steil Schneefeld auf. Man sieht, sie rutscht. Man muss aufpassen. Also, da muss man schon drahtsicher sein. Aber wenn wir hier oben sind, haben wir es aber so weit geschafft. Das Gröbste. Dann geht es immer noch über auf den Gipfel. Die Kistentinger. Immer schön. Jetzt sind wir vom Rotgrätli. 2559 Meter. Und hier das Loch auf sind wir gekommen. Sehr steil. So, letzte Grad. Engelberger Lücke sind wir jetzt.
kommt eine Stufe. Man merkt es in der Höhe. 2686 Meter. Rund 30 Minuten auf dem Wissensstock. Sie sind gut in der Zeit. 3 Stunden. Das Zeitfenster 4 Stunden. Halten wir ein, das ist gut. Hä? Gehen wir jetzt rauf? Hä? Gehen wir auf den Gipfel? Gehen wir rauf? Yay! Yeah! Haben wir es geschafft! Schön! Uiuiui! Ui. 3 Stunden 39, 40, 2887 Meter. Super! So, doch, dass wir das Ziel erreicht haben. Gibt's Belohnung? Yummy. So richtig schön ruhig. Ja, Twister. Lächle. Ja, geil. Jetzt sind wir auf 2887 Meter. Wissensstock. Knapp etwas mehr als 3,5 Stunden gehabt. Sehr sportlich. Sie 9 Kilometer. 9,05 Kilometer genau. Den Weg gehen wir jetzt nachher wieder zurück. Hey, du! Nein! Es geht nachher noch. Hey! Freche Scheibe. Und schön ruhig da oben. Keine Menschenseele. Nur 2 Hünger und ich. Jö, bist du müde? So, jetzt sind wir schon wieder beim Abstieg. Sieht man immer noch wunderschön den kleinen Gletscher. Dort hinten unten ist die Struckhobelhütte, hinter dem Hübel. Sieht man jetzt nicht von hier. Jetzt gehen wir wieder auf den Grat rüber. Hier sieht man noch den Rotkopf, hat ein bisschen mehr Leute dort oben. Ich war ganz allein. Und er ist noch höher. Und hinten wieder Pilatus. Twister! Sie warte! Gehen wir zurück! Machen wir noch! Außer auf dem Gipfel ist das so eine der einzigen Stellen, wo man wirklich aufpassen muss. Weil man sieht, da geht es in einem 80-90 Meter Loch ab. Also muss man hier aufpassen. Dinge sieht man schön den Gletscher. Aufpassen, habe ich gesagt, gell? Kommt. Komm. Kuckuck. Es ist Wetti. Kuckuck. Hopp. Oh, du, du. Gehen wir runter. Und komm. Runter geht's immer. Das hat man Ski haben, hä? Das hat man Ski haben. Hey! Da unten sind wir schneller als da oben, hä? Ja, super. Allerletzte Anstieg. Und der hat so winzig, hä? Gell? Ja, der hat schon noch. Der hat schon noch Kraft, hä? Noch nicht genug gehabt. Hä? Hier komm. Herrlich. Jetzt sieht man noch Rindli, Feldli. Alles schön auf der Weide. Die Berge oben. Die ist schön. Gell, Twister? Wir sind jetzt noch gerade zurück. Wir haben es gleich geschafft. Und hier kommt wieder Banalp, 13. Oh, da haben wir es geschafft. Da sind wir rauf. Ui! Anstrengende Sache gewesen, gell?
Es ist sinnvoll, mitten auf so einer Tour. Man hat sicher noch mal einen guten Rucksack, wo man viele Verstauungsmöglichkeiten hat. Eisbeutel habe ich jetzt an dieser Tour selber nicht gebraucht, aber vielleicht gleich gut, wenn man so einen dabei hat. Für die Hunde sicher wichtig, sicherheitshalber Pfotenschutz mitnehmen, Gudeli, etwas, dann für uns natürlich etwas zum Essen. Auch gut ist, wenn man etwas hat für zwischendurch. Hoffen mal den Schoki, damit man es länger kann. Einfach etwas für einen kleinen Hunger. Natürlich auch wichtig, wir sind sehr in der Höhe oben, ist eine gute Sonnencreme. Natürlich etwas zu trinken, aus einer Thermoflasche kann man etwas mitnehmen. Genug zu trinken. Sehr wichtig auch ist gute Sonnenbrille. Gute Sonnenbrille mitnehmen, weil das Licht hier oben ist sehr stark. Und Kleider habe ich Regenschutz dabei gehabt. Bulli, sicherheitshalber, nur eine normale Jacke und Ersatz-T-Shirt oder sogar zwei. Man weiss nie, was für Wetter kommt oder in was für eine Lage man kommt. Darum lieber ein bisschen mehr Wäsche mitnehmen, als man eigentlich braucht. Und natürlich ganz wichtig ist auch noch das erste Hilfset für einen Menschen. Wo das Wichtigste drin ist, wo man Schürfwunden oder irgendeine Schnittwunde hat, wenn man irgendwann stürzt oder so, dass man die kann pflegen kann. Ebenfalls natürlich noch sehr wichtig ist ein Wasserbehälter, wo man einfach mitnehmen kann. Genug Wasser für die Hunde, weil in der Höhe ist es natürlich mehr je nachdem kein Wasser und nur Schnee fressen ist auch nicht sinnvoll. Nicht zu vergessen natürlich sind die Stöcke. Das ist sehr wichtig. Am besten sind solche mit Gumminoppen dran, die man abnehmen kann. Sehr wichtig, wenn es doch noch steil ist und es geht viel einfacher, als wenn man Stöcke hat. Jo, das ist so meine Ausrüstung, die ich jetzt dabei hatte. Das war also meine Tour auf einem Weissigstock. Ich hoffe, es hat gefallen. Auf Anregungen und Kommentare freue ich mich sehr. Und es gibt sicher wieder eine nächste Tour, die ich aufzeichnen und euch präsentieren werde.